Vorsicht, da sind Böse unterwegs. Ich kenne auf! Okay, ich glaube, ich hab's. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Hey, meinst du, man kann es noch essen? Was zum Henker? Jacob ist tot und du denkst nur an deinen verkackten Magen. Verriegelung eingeleitet. Was ist das? Was ist hier im Gebäude? Einsatz vor! Bist du echt? Bitte, es tut mir leid. Nicht ich, vielleicht. Nein! Das macht uns scheiße. Lass mich nicht getan! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Er sagte, ich sei schwach. Das bedeutet mich nicht. Dass ich es verdiene. Es tut mir leid. Vielleicht hat er recht. Nicht ich, wenn er dich tut. Vielleicht. Nein. Die Lösung ist scheiße. Vielleicht. Ja, wirklich. Tut mir leid. Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich.
Ja, wirklich! Sie macht mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Freunde. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund.
Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld. Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon. Edens Geld endet heute. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja! 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 Weiteres Siegel wird geöffnet. Meine Familie, meine Brüder, meine Schwester, sie sind mir genommen worden von einer Schlange im Garten. Ich dachte, ich kenne Gottes Plan. Doch, ich lag falsch. Ich war blind. Aber nun sehe ich. Du nahmst meine Familie, mit ich deine bekomme. Also begrüße ich sie mit offenen Armen. So wie ich dich willkommen heiße. Wir erwarten dich dort, wo alles begann. Mit einer Sache hatte Jacob recht. Es wird alles nur schlimmer. Und darauf muss man vorbereitet sein. Vielleicht haben wir den Unfall gar nicht überlebt. Vielleicht sind wir schon im Fegefeuer. Wir müssen für die ganze Scheiße, die wir gebaut haben, erst büßen, bevor wir von hier weg können. Wir müssen leiden, ehe Gott uns rettet. Ich liebe es, nachts draußen zu sein. Momentan ist es nicht an die Stille der Nacht. Gut zu, Deputy. So langsam nähern wir uns der Zielgeraden. Nimm deinen ganzen Mut zusammen und stell dich Joseph Seed ein für alle Mal. Er wartet bei seiner Kirche auf dich.